So, die sind fertig. Die laden wir wieder ein. So, picken wir uns mal der Trupps hier raus und schicken den hoch. Versuchen sie es aus der Range. Ah, muss man irgendwas Effektives mal hin. Extintoren, Patronarchen. Wen stelle ich denn da hin? Ich glaube ein Extintor. Und die mal da rein. Genau. Ach ja. Ja, Obelisken. Ja, dafür sind es auch noch zusätzlich gut. Das hatte ich noch vergessen. Aber jetzt, weil ich hatte letztens noch erwähnt, dass ich nicht weiß, wie es zu erhöhen ist. Jetzt ist es wieder. So, das hier wird eingenommen. Wir marschieren weiter zur ersten Basis. Ah, nee, zur zweiten Basis jetzt schon. Wir haben ja den ersten Angriff ein bisschen verpeilt. So, die Exzentoren. Ein paar schwerere. So, sieht aus wie schwere MG-Träger mit Doppellanzigen und Laser und unser halben Necron-Lord. Boah, geil. Ja. Bisschen verliebt, ich weiß. Aber ich mag den Necron einfach. Hat ja schon ein Grund, warum ich die so gerne spiele. So. Bevölkerung ist voll, dann brauchen wir sie auch nicht bauen, dann aktiven Monolithen ausbauen. Aber was hier cool ist, man kann hier in dem Spiel quasi über sein Limit noch eins dann bauen. Das wird aber nicht fertig, aber sobald man irgendwas verliert und dieses Limit freigegeben ist, wird diese Einheit dann rausgespawnt. Das heißt, direkt. Oh, hier, so fliegende Einheiten. Stimmt ja, die gibt's auch. Zwar nicht so häufig, aber die gibt es. So, mal schnell zum Haupthaus gehen. Die Stärkung hier ranholen. Zurück. Er kann das Schlachtfeld dann anhalten. So. Große Maschinen, die nerven halt auch schon ein bisschen. Gucken, dass man immer nachsetzt, dass man nicht so viele in der Schleife hat. Das kann schlecht rauskommen. Ja, aber der Große ist kaputt, der Fisch. Werden wir uns mal trotzdem kurz mal zurückziehen, diese gute Stellung hier. So. Und ich muss kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, die Pause habt ihr gar nicht mitbekommen. Ja. Ach, Quark. Nicht. Ach. Scheiße hier. Ja, meine Mitbewohnerin ist gerade gekommen. Mal die Stellung da rein und dann kommt dort dazu. Die Luftangriffe, die einen auf den Deckel, rein da. Den Bonus bei dir sehen. Gut. Ja, jetzt kann ich einen schweren bauen. Das noch ausbauen. Ja, aber das ist falsch.
Nein, das geht nicht so weit. Schade. Das zerlegt ja alles so auf. So, hier sieht gut aus. Der Necron Lord, der kann es mir wieder nicht lassen. Einfach nicht böse abzugehen. Das ist nicht hier. So, jetzt stehe ich hier rein. Dann hier ein bisschen Platz. Oh, oh. Ach so. Oh, die können abgehen. So. Weil hier drüben kommen auch diese Flieger und die nerven. Na, dann nehme ich lieber mit den Rangern auf. So. Hierher. Hier rückt man nach. Nee. Schön weiter vor. Nicht rücken. Der Monsieur Necron Lord kann nämlich getarnte Einheiten aufdecken. Deswegen habe ich nämlich mir auch die Maske unter anderem gekauft. So, jetzt kann es auch wieder in den Nahkampf gehen. Und zack. Manchmal, wenn man es direkt auf dem Gebäude macht, ist es größer, dann spitzt man ein bisschen rum. Das hier auch hier in den Nahkampf. Hier auf dem Nahkampf. So. Da wie es bei euch aussieht, ihr geht damit in den Nahkampf. Weiter. Hier. So ein Ding hin. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, das bauen wir auch noch aus. Und den Turm auch. Ach, dann können wir hier eigentlich auch einen Plasma-Generator noch hinstellen. Weil ich habe schon wieder viel zu viel Kohle auf der hohen Kante. So, und den Energiekern. Können wir nämlich auch den Traktionslos bauen. So, neben den Extintoren. Oh, da haben wir sogar einen verloren an die Ranger. Aber den schweren Destruktor. Der hat Distanzschaden. Der ist richtig gut geeignet hierfür. So, also, mal wieder auf. So. Ja, wenn man so eine Energie links zerstört hat. So. Oh. Komm, die Energie fällt für mich. Die Attensturm Elite-Schwadron scheinen Igels, bleibt an der zugewiesenen Stelle ohne Propheten. Gut. Wir müssen weiter vorrücken. Ach, die können wir sogar zurück teleportieren. Ich glaube, das geht nur zu. Zu einem Necron-Gebäude. Hm. Oh, wir können die sogar nochmal aufrüsten. Das fetzt natürlich ordentlich. Ja, auch ja. Kanonen, die rüsten wir auch nochmal eins auf. Hm, kann keine Plasma-Generatoren bauen, weil es ist auch begrenzt, wie viel man bauen kann. Und zwar aber durch andere Dinge als Dinge, die man bauen muss. Atom, das geht hier bloß ab, ist gut. Dann schießen wir nochmal so ein Ding drauf, damit die alle durch. Und der Energiekern. Zack. Energiekern. Naja, eigentlich hat jede Einheit, also jeder Ding, zwei Super-Einheiten. Eigentlich. Und eigentlich nicht. So, ihr seid doch hier alle hier. Sieht aber irgendwie gerade sehr geil aus, was wir hier machen. Was steht denn hier alles so geil gerade? Ich weiß es gerade nicht. Angriff hier. So, Destruktor rufen wir dazu. Was machst du hier? Rückwärts. Ja, guck hier noch ein bisschen nach. Hier baut er noch. So, und der Necron Lord kann ab jetzt. Glaubt ihr, ihr könntet uns besiegen?
Ihr wisst nicht einmal, wo ihr nach uns suchen Geister. Sollt. Und bevor ihr das wisst, werdet ihr sterben. Bauen. So, weiter Thema fertig gebeten. Mit 3. Ja, zack, weiter vor. So. Konstruktor dorthin, das Phantom bleibt hier stehen. Da? Ach ja, warte mal. Nein. Jetzt weiß ich, was ich mit dem Necron-Lord eigentlich noch vorhatte. Der muss ja auch mal seine Fähigkeiten hier einsetzen. Wozu hat er sie denn sonst? Wie ihr seht, viel von uns gestorben, viel nachgeworbt. Jetzt machen wir einmal mal die geilste Fähigkeit, die wir eh haben. Und zack! Schon stehen wir wieder. Neue alte Freunde. Hallo. Richtig, also alles, was ich töte, bleibt ja auf dem Boden liegen. Hier sind ja noch mehr. Werde ich das vielleicht nochmal verwenden. Ja, und mit der Massenbelebung, Verzeihung, kann ich die widerrufen. Das ist eine recht geile Fähigkeit, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ihr mal kurz oben aufs Essenlimit guckt, ja, so kann man auch ganz schnell mal das Truppenlimit rasant überschreiten. Ganz stark. Blöd finde ich nur, dass die Truppen meistens zu sehr groß machen. Aber wenn man so einzelne rumliegen hat, das ist dann ziemlich nett. So viel sage ich mal dazu. Ja, ich mache schon wieder zu wenig. Ich muss hier mal mehr angreifen. Soll ich ja hier nicht ewig in die Länge ziehen. Beziehungsweise, obwohl doch, ist der richtige Weg hier. Das tut weh. Das ist extra gegen solche Einheiten eigentlich gemacht. Nee. Rückzug. Und ihr auch. Da möchte ich nicht mit euch rum. So. Meine Klingenanwärter hier. Na, die werden nämlich noch beschossen, obwohl sie schon weg sind. Das ist blöd dort. So, bauen wir den auf und auch das nicht mehr. Bauen wir einfach noch so ein Ding. So, Massenbelebung gleich wieder bereit und dann verschwinden wir auch von hier und gehen angreifen. Und zack. Und weg hier. Eine geile Animation. Einfach nur göttlich. Und hier noch Necron-Krieger gleich dazu. Hier geht ein bisschen zurück und zack. So, Necron-Lörtchen. Porten. Weiterlaufen. Wenn wir nicht ewig sein. Diese Rumpfstücke sind böse. Eigentlich könnte ich noch teleportieren. Noch viel böser. Ja, ich weiß, ich will die auch mal auf Stellung halten oder sowas. Letzten Mal. Bin ich mir gerade zu doof zu. Ganz ehrlich, nö. Zu viel Arbeit für so wenig. Leute, ja, hier. Ja, genau. Bleibt einfach stehen, während euch aus der Entfernung langsam verlegen. Manchmal, gell? Manchmal rennen sie quer durch die ganze Gegend, wo sie nichts zu suchen haben. Und dann wieder. So, wir müssen verteidigen. Greifen die Leute an, bewegen sie. So, jetzt schicken wir die mal ganz weit weg. Ja, Massenbelebung ist noch nicht wieder bereit. Doof. Und dann schicken wir sie doch nicht ganz weit weg. Dann gehen wir mit dem Necron-Lord mal angreifen. Und dann kann ich mal euch... Der Necron-Lord ist ja an sich schon geil. Wie ihr schon bemerkt habt.